This is Anfield, liebe Zuschauer, willkommen in Liverpool. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Heute übertragen wir für Sie eine Division Rivals Partie. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Die Heimmannschaft ist im Augenblick einfach richtig gut drauf und mit den Fans im Rücken kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch heute wieder eine gute Leistung abrufen. So sieht die Startelf der Founders heute aus. Im Tor ist Mike Maignan. Alejandro Grimaldo spielt mit Jeremy Frimpong in der Abwehr. Konrad Leimer steht mit Joshua Kimmich im Mittelfeld. Und vorne sind sie in diesem Spiel heute mit vier Stürmern. Rafael Leão! Glanzparade, Maignan! Jetzt hat er den Ball! Da packt er sein ganzes Können aus, verhindert mit einer super Parade Tor Nummer 1 in diesem Spiel. Sie kommen, Angriff läuft, vielleicht nutzen sie diesen Schwung jetzt auch in der Offensive. Da zieht er ab. Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlen Zentimeter. Den Ball hält er gut. Pressing kommt sofort. Wer wird heute der wichtigste Spieler in dieser Partie? Gibt nicht wenige, die sagen Federico Chiesa. Er kann wirklich so einiges am Ball. Auf seinen Auftritt können wir uns freuen. Ah, aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Unglaublich! Was für eine Parade!
Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich. Das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt ist der Ball dort auf Eck. Gut aufgepasst und verteidigt. Kimmich. Sie haben den Ball. Kollegen bieten sich an. Goretzka, sehr gut gemacht vom Torhüter. Jetzt kommt die Ecke. So fangen sie den Angriff früh ab, sehr gut. Da belohnen sie sich für dieses frühe Pressing. Konrad Leimer. Er entscheidet auf Freistoß. Leimer. Schönes Zuspiel hier. Wenn der drin ist, dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch rächt. Gutes Tackling. Da setzt er sich gut durch. Er ist frei, da kann was draus werden. Mit etwas weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Ball noch im Spiel, stark gemacht. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Die Founders hatten in den letzten 15 Minuten Vorteile beim Ballbesitz. Und die Chancen haben sie auch. Wenn sie jetzt noch das Tor machen, dann gehen sie hier wohl einem sicheren Sieg entgegen. Aktuell haben sie den Ball nicht. Defensiv aber. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Da wäre Platz für den Konter. Rafael Leão. Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Ist das das Tor? Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Ja, energischer Vorstoß. Ballbesitz erstmal abgegeben. Sie spielen steil. Gefährlich. Da steht die Abwehr sicher. Angriff läuft. Machen sie erstmal richtig gut. Da ist jetzt viel Zug zum Tor. Chance auf den Ausgleich. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Das könnte die Gelegenheit geben. Immer noch diese Chance. Und mit dem Tor sind sie nun mit 2 in vorne. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Schön den Ball abgenommen. Goretzka. Und er geht an ihm vorbei.
gutes Pressing, da ist die Balleroberung. Gefährliche Szene. Kein weiteres Tor für ihn, also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Da geht er vorbei. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Wir sind in der Schlussphase dieser ersten Hälfte. Die Gastgeber führen deutlich. Sie sind gut drauf, gefällt mir richtig gut, was sie hier machen. Zwei Tore Führung deutet also alles auf einen Sieg hin. Sie gehen dazwischen. Goretzka. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Was für eine Chance. Macht eigentlich alles richtig, aber der Ball geht doch knapp über die Latte. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Da ist jetzt Platz. Können Sie verkürzen? Blockt ab. Da kommt die Ecke. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Nuno Mendes. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Trent Alexander-Arnold. Ball bleibt im Spiel. Schöne Aktion. Was macht er draus? Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Nächstes Tor. Und jetzt beträgt die Führung schon 3 Tore. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke. Und thank you.
same county as them, but it's me with the hunger and the flow so cold. Nothing like Grimms could have been saying the oath, but ever since that day it's affable. Out and pack, step in the room, all eyes on us, now we can't look back. Galley on us and that's 2x2, so for sure, you know they rock red than that. It's mad, step back, get back, CB tension. You don't wanna feel this ref like pocket, you don't wanna start no clash. You don't want me to come and just die. And then we'll get frankie. All it for the Mazan, all it for the lightning. I copy my team, yes, my team. They know I'ma go out of the floors like deciding. They think it's easy, come my brothers, come my sneezy, breezy, greasy. Look at dirt and all the weed just grind. I feel like beasy when I'm here, another chick. I chat up his stomach, talk, we compose and slide. I'm only here for one night, trying to have a good time. A chat, chat, with you, the slow. They never knew we're not enough, so now we chuckle. Being with credit, being with the forces. All my brothers are individual forces. Really getting busy, they wanna see me turn nauseous. Heartbreaker, please step with caution. Whoa, you see, we were the same until Suave came to a step, took the game, I set levels. Calling me your main boss, roller in your main. I really got a mission, jealousy up in the veins. Just stay silent. God knows what I want in my life, so I just pattern and say. Look at my eyes, I got on me surprised. We really got the prayers, no surprise that they think it's easy, come my breakfast, come my sneezy, breezy, greasy. Look at dirt and all the weed just grind. I feel like peace when I'm here, another chick, I chat up his stomach, talk, we can pose inside. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich hier in Anfield, wo wir heute beste Wetterbedingungen haben. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir übertragen für Sie heute eine Division Rivals Partie. Könnte ein klasse Spiel werden. Mit den guten Division Rivals Ergebnissen im Rücken wollen die Gastgeber auch heute wieder ein tolles Resultat einfahren. Aber klar, sie müssen aufpassen, das wird kein Selbstläufer. Die Gelegenheit. Ah, ärgerlich, Ballverlust. So sieht die Startelf der Founders heute aus. Im Tor ist Mike Maignan. Fikayo Tomori spielt zusammen mit Matteo Damian in der Abwehr. Leon Goretzka steht mit Joshua Kimmich im Mittelfeld. Und im Sturm werden wir bei Ihnen zu Beginn des Spiels nur einen Angreifer sehen. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sané. Und da kommt er an den Ball. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen Sie, wo sind die Anspielstationen? Wo ist die Lücke? Guter Vorstoß da jetzt. Schöne Aktion. Schön reingespielt. Sané macht den Treffer. Klasse gemacht, natürlich. Und das kannst du am Ende als Abwehr auch nicht verhindern. Dribbelt in die Mitte jetzt. Werner, Tor, Doppelschlag. Was ist denn hier los? Sie legen direkt nochmal nach. Sie sind im Moment wirklich unaufhaltsam. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Werner. Ja, da ist Platz jetzt. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Das macht er richtig gut. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Marcos Llorente. Ballgewinn, gutes Pressing in dieser Szene.
Sie holen sich den Ball. Werner. Der Ballverlust der Founders. Der Ball kommt gut in den Rückraum. Gehalten, stark gemacht. Lukas Vázquez. Schöner Kopfball und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Jetzt die Flanke. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Und noch eine Ecke. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten, Chancen machen, dann hast du eine deutliche Führung. Er zieht ab! Oh, das war natürlich eine starke Parade. Werner. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Das ist die Chance. Die erste Parade war gut, aber dann bekommen sie halt den Nachschuss und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unaufmerksam. Federico Chiesa. Super durchgesetzt. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Das kann gefährlich werden. Ball wird geblockt. Marcos Llorente. Kimmich verliert den Ball. Sané. Da ist die Chance. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie hat den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Ball kommt rein. Abwehr kann erstmal durchatmen. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb geben. Freistoß kommt rein. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Marcos Llorente. Klasse Pass. Sané. Glanzparade von Maignan. Kimmich. Konrad Leimer. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Jetzt ist er vorbei. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Es kann losgehen. Steigen wir ein in Durchgang 2 hier in Anfield. Unaufhaltsam. Sané. Gutes Tackling. Goretzka. Das könnte vielleicht was werden. Aber damit haben sie doch keine echten Probleme.
Openda. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Gut gehalten, weiter gefährlich. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Rafael Leao. Grimaldo. Guter Vorstoß jetzt. Mondi. Jule Brandt. Tchouaméni. Guter Zweikampf. Den Eckball. Und jetzt Doppelwechsel. Lukas Vázquez. Da kommt die Hereingabe. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Rafael Leao. Das ist Saar. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Ball kommt. Die Chance jetzt. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Jetzt kommt der Wechsel. Den Ball hat er gut geholt. Am Ball Ismail Assar. Klasse Angriff. Aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Kimmich. Da haben sie jetzt Platz. Tchouaméni. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie vom Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Brandt. Sie hat immer noch den Ball. Da hat sie die Chance. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Lukas Vázquez. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Da können Sie den Ball erstmal rausbringen. Jetzt können Sie kontern. Rafael Leao. Das ist Saar. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Gute Chance für Dzeko. Tor! Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Auf Außen ist jetzt Platz. Das ist Patri Guijarro. Oh, direkt noch ein Tor. Doppelschlag. Aber noch liegen sie hier weiter hinten. Den Schwung wollen sie jetzt natürlich mitnehmen. Ismail Assar. So, sie kommen, sie greifen an. Und jetzt schauen sie, wo sind die Anspielstationen? Wo ist die Lücke? Payor. Da ist der Ball. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich.
Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Dzeko. Jetzt der Vorstoß. Kimmich. Da passt der Torhüter auf. Da kommt die Ecke. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. Brandt. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Grimaldo. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Gute Chance von Werner. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Wird Einwurf geben. So, 1 Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Jetzt die Flanke. Ah, das war eine gute Aktion. Ecke kommt ins Zentrum. Das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber haben diese heutige Partie. 2 Tore haben sie hier verloren. Ja, hinten waren immer wieder diese Lücken. Da waren sie unaufmerksam. Und gegen so einen Gegner wird das natürlich bestraft. Some point I broke my mind. I'm always searching the silence I